Mit dem Herzchen, guck mal. Ja, schön. Das wolltest du doch noch. Nee. So blue, mere passing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have lived and the choices I have made, what do I see? All hell fails when I try to push my way, but when I give in, all life's good came running at me. With an open heart and mind and arms laid down, your wall of hate and arms let in the light of day and let Jesus show the way. But hey, I'm not religious in an old sense. I can't stand the way that most priests talk in the state church or elsewhere. After having tried to decide each time I had to make a choice about something worthwhile, now I take a pause and I take a breath and listen within, and I know how to begin with a open heart. Schatzi? Ja? Wir sind in Leber, ne? Ja. Schön. Wie nennt man das? Ja, am Yachthafen. Sitzt in der Sonne. Ja. Und das ist richtig gut. Hinter diesem kleinen Kiefernwald ist der Strand. Müssen wir eigentlich auch nochmal hin, ne? Ja, einmal hingucken, ne? Würden nicht baden? Nö. Hier fahren die ganze Zeit Piratenschiffe rein und raus. Ob das Piratenschiffe sind, wissen wir nicht. Chinesische Zeichen haben die. Ja, diese chinesische Schiffe, ne? Aber das gibt doch bestimmt auch chinesische Piraten. Das sind Nachbauten. Nachbauten. Made in China. Ach, made in China, ja, richtig, genau. Ja, und sonst? Ja, Fahrräder habe ich schon runtergenommen. Mhm. Können wir gleich nochmal ein bisschen rumfahren. Ja. Mal sehen. Wollen wir sehen, was es hier gibt, ne? Das Wetter hält sich ja wahrscheinlich noch ein bisschen. Sieht gut aus, ne? Ja. So mit den Wolken und so. Auf jeden Fall ist schon mal schön warm. Ist schon mal wichtig. Ne? Ja, der Platz ist hier. Einfacher Wiesenplatz am Hafen, ne? Ja. Woanders wäre der Jahrmarkt drauf. Hier ist der Busparkplatz für die kleinen Shuttlebusse, die euch bis fast vor die Düne fahren und dann müsst ihr noch ein Stückchen zu Fuß laufen. Also wenn ihr hier zur Düne wollt, dann bitte keinen Hund mitnehmen. Es sind hier keine Hunde erlaubt.
Weg schlängelt sich hier hin und her durch den Kiefernwald. Ach, ist ja herrlich. Alles nur Bäume. Nichts außer Bäume. Mann, Mann, Mann. Voll das fette Eis. Frisch gemacht. Die Waffel ist noch warm. Das Eis ist noch... Die Wespe ist auch schon da. Ja, gut. Erst schnell essen. Oh, hab ich dich angefahren? Ja. Das gibt es überall, dass sie ihre Schlösser an die Ketten, an die Brücken ketten. Souvenir, Souvenir, Souvenir. Mit dem Herzchen, guck mal. Ja, schön. Das wolltest du doch noch. Nee. So was will ich gar nicht. Möchtest du ein Klangholz über deinem Bett? Auch nicht, nein. Schade. Haben wir einmal Sturm und dann sind wir wach. Ja, hm. Das diese große Gans hier, ne? Entenfutterautomaten. Hier sitzen noch die Enten. Oder? Hier starten die ganzen Ausflugsboote mit den ja, Wellen, Turbo-Maschinen. Ach, da ist der Turbo, ja genau. Müssen wir wieder auf die andere. Ein schönes Schiff. Das sieht aber schick aus. Das gefällt mir. Für die Angler, die mal kein Glück hatten, hier könnt ihr frisch Geräuchertes kaufen. Natürlich auch frisch Gefangenes. Feiner Sandstrand, ganz feiner Sand, Sandkistensand, oh, ist der weich hier. Im Moment breiten sich alle hier aus, so ein bisschen Sonnenuntergang gucken. Sehr viele Leute hier. Überall am Strand sind die Leute und gucken sich den Sonnenuntergang an. Jetzt habe ich nasse Füße.
Fotos für ihre Hochzeit, von ihrer Hochzeit. Die Urlaubstouren in die Ostsee gehen auch noch weiter, auch bei Sonnenuntergang. Schatzi, wie war Leber? Ja, war eine interessante Stadt. War viel los. Ich hätte jetzt gesagt, Urlauberdorf. Das ist eine Stadt gerade, hast du gerade gesagt. Ja, okay. Das ist doch kein Dorf. Ja. Hast du ein Dorf schon mal so einen Jahrmarkt gesehen? Ja. Okay. Ja, schöner Strand. Ja. Mach das nicht alles schlechter, als das ist, Mensch. Sagst du Stadtdorf, das ist doch eine Erniedrigung. Ach so. Finde ich. Guck mal, die waren gestern auch schon dabei. Ja. Die haben das, glaube ich, wieder aufgemacht. Ja. Vorne. Wahrscheinlich stimmte das letzte Puzzleteil nicht. Da hat ein Stein gefehlt. Ja. Also, so richtig schade ist, dass man hierher gefahren ist für diese Sanddüne, obwohl wir auf Römm ja genug Sand haben, sowas nicht angucken müssten. Aber wir haben gedacht, ja, fährst du mal dahin. Und ja, dann ganz am Schluss, wenn du diese ganzen... Links abbiegen auf Touristeitsla, dann geradeaus auf Henrika Sienkiewicza. Ja, richtig. Wenn du die ganze Tour dann hinter dir hast und an 12.000 Urlaubern Slalom vorbeigefahren bist, steht da kein Hund. Ja. Das fand ich jetzt etwas enttäuschend, aber... Ja... In die andere Richtung durfte der Hund ja mit. Ist der jetzt eigentlich? Hast du den eingepackt? Der Hund ist mit, der liegt auf seinem Platz. Ah ja. Ach stimmt, du hast ihm ja den Knochen weggenommen, ne? Der hat ihn selber vergraben. Und als ich den wieder ausgebuddelt hatte, hat er mich komisch angeguckt. Ja, warum gräbst du auch in seinen Löchern rum? Geradeaus auf Henrika Sienkiewicza, dann rechts abbiegen auf Aleja Svitego Mikolaja. Weißt du jetzt, das... Ja, ich suche noch immer die Verkehrsschilder. Nee, gibt's keine Verkehrsschilder. Guck mal, da ist das Schild mit dem Fahrrad durchgestrichen. Jetzt hast du wieder nicht gesehen, nee, ne? Ich nicht gesehen. Unglaublich. Du hast das nicht gefilmt. Nee, hab ich nicht. Hab mit dem Finger hingezeigt. Ja. So, wir fahren jetzt weiter. Wir wollen jetzt nach Kolberg. Wir haben da eine super Stellplatzempfehlung bekommen. Das schauen wir uns jetzt erstmal genauer an, weil irgendwie... Rechts abbiegen auf Aleja Svitego Mikolaja. Bis ein Stellplatz mit geringen Ansprüchen, würde ich wohl sagen. Ach so. Du willst bloß einen Stellplatz, dann fährst du dahin. Nein, das ist ein Campingplatz. Ach so, ein Campingplatz. Dem Straßenverlauf von Aleja Svitego Mikolaja einen Kilometer folgen. Schatzi, jetzt tu doch nicht immer so, als ob du von nix weißt. Das haben dir doch deine Nachbarn am Kanal alles erzählt und noch Prospekte in die Hand gedrückt. Ja, richtig. Die haben gesagt, da musst du hin, das gefällt denen, die haben Polen für sich entdeckt. Ja. So, bis jetzt alles, was wir von denen gemacht haben, war nicht so unser Ding. Wenn ich das mal so nett ausdrücken darf. Die einzigen Tipps, die gut waren, waren die von Olli. Oder nicht? Ja. Jetzt willst du wieder nicht mit mir reden, ne? Ich bin jetzt im Auto fahren. Das geht doch nur geradeaus, Mensch. Jo. Außerdem passe ich doch auf dich auf. Ja. Du solltest nur auf mich hören. Busgänger aufpassen. Die tun gar nichts. Die müssen erst über den Busch hüpfen. Ja. So. Wir fahren da jetzt auf jeden Fall mal weiter und prüfen das. Die haben sogar tagsüber Licht an hier. Aber nur eine Hälfte. Das nur eine Lampe. Guckt euch das mal an. Das ist ja echt verrückt. Da kommt Lidl. Und Brötchen. Ja, da gibt's Brötchen.